In diesem Beispiel sehen wir uns an, wie das Fill-Through-Element im Titel verwendet werden kann. Ich habe dazu ein Beispiel vorbereitet, das aus einem Dashboard besteht und einem Detailbericht. Vom Dashboard kann ich mit der Funktion Drill-Through auf den Detailbericht springen. Nun möchte ich aber dieses ausgewählte Element mir hier in dieser Grafik im Titel mir anzeigen lassen. Standardmäßig ist diese Funktion nicht verfügbar. Ich muss dazu die Grafik auswählen und in den Formatierungen dieser Pinsel auf die Titeleinstellungen neben den Titeltext auf diese drei Punkte selektieren, bedingte Formatierungen, und habe nun ein neues Menü, wo ich das jeweilige Feld mir anzeigen lassen kann. In meinem Fall das Produkt und bestätige mit OK. Wie ihr seht, erhalte ich nun das ausgewählte Element im Titel dieser Grafik. Ich kann das in einem folgenden Test prüfen. Beispielsweise wähle ich hier nun die Montana aus, wähle Fill Through, Detailbericht und erhalte nun in der Grafik Montana. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich über ein Like oder eine Subscription sehr freuen und bis bald. Tschüss.